Wieder hat ein Kampfhund in Deutschland ein Kind schwer verletzt. Im nordrhein-westfälischen Grefrath verbiss sich eine amerikanische Bulldogge vergangenen Sonntag in den Kopf eines 4 Jahre alten Jungen. Obwohl das Tier an der Leine war, konnte der Besitzer es nicht halten. Attacken wie diese gibt es immer wieder, was die Frage nach sich zieht: Reichen die unterschiedlichen Gesetze zum Maulkorb- und Leinenpflicht, die die Bundesländer erlassen haben, überhaupt aus? Valerio Magno und Kai Reuker berichten. Sein Kopf ist komplett bandagiert, Jacke und Stiefel sind blutdurchtränkt. Der 4-jährige Richard hatte mit Freunden auf einer Wiese gespielt, als sich ein Mann mit seinem Hund nähert. Obwohl das Tier an der Leine ist, kann es das Kind packen. Der Halter, der hatte wirklich viel Kraft gebraucht, um den Hund zurückzuhalten. Er hat es aber nicht geschafft und dann hat der Hund halt dann zugebissen. Der Hund, eine solche Bulldogge, hatte den vorgeschriebenen Wesenstest bestanden und musste keinen Maulkorb tragen. Der Besitzer war mit dem Tier offenbar überfordert. Solche Beißattacken sind immer noch Alltag, obwohl alle Bundesländer inzwischen Hundegesetze erlassen haben. Danach sind Kampfhunde fast überall genehmigungspflichtig. Außerdem gilt an vielen Orten wie etwa Hamburg eine weitgehende Anleinpflicht. Doch viele Besitzer unterschätzen die Gefährlichkeit ihrer Hunde. Ich glaube, an der Leine ist er giftiger als ohne. Die sind gut erzogen, die wollen einfach auch nur in Freiheit und in Ruhe gelassen werden und in Ruhe leben. Das Land Niedersachsen plant jetzt einen Sonderweg. Danach wird die Gefährlichkeit der Tiere nicht nach Rasse, sondern nach Größe und Gewicht eingestuft. Für Hunde schwerer als 20 Kilo oder größer als 40 Zentimeter gilt Maulkorb und Leinenzwang. Nur nach einem Eignungstest des Halters kann der Hund davon befreit werden. Ein großer Hund ist per se in der Lage, größere Verletzungen zuzufügen. Und ein größerer Hund ist in der Lage, seinem Besitzer schneller mal zu entwitschen. Dass die als beißfreudig bekannten Schäferhunde als genauso gefährlich eingeschätzt werden wie die weniger aggressiven Golden Retriever, führt allerdings zu neuem Ärger. Ich finde, das kann man machen, wenn Hunde auffällig geworden sind oder sonst irgendwie Probleme da waren, aber nicht, weil sie jetzt groß sind. Der Kampfhund, der den kleinen Richard gebissen hat, wurde inzwischen eingeschläfert. Gegen seinen Halter wird ermittelt. Millionen Deutsche sind